Ja Leute, was geht? Mucke hier am Start und wir melden uns mal wieder. Denn wie viele es von euch schon mitbekommen haben, vor allem die Leute, die auch den Stream geguckt haben, wir spielen wieder DayZ, sowohl im Stream als auch privat. Und ja, wir nehmen auch auf, was nicht unbedingt bedeutet, dass jetzt Videos kommen werden. Aber die Chance ist sehr hoch, dass sobald ihr was Gutes aufnehmt, das natürlich schön gecuttet wird und auf YouTube hochgepresst wird. Aber das ist natürlich nicht die Info, die wir euch mitteilen möchten. Denn die Info, das habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen, es geht um ein Tutorial. Denn viele von euch haben uns sowohl auf Facebook als auch im Twitch-Chat oder im Teamspeak gefragt, du, Mucker, wie funktioniert das? Wie kann ich denn auf den Origin-Server connecten? Kann ich mit euch spielen? Auf welchem Server spielt ihr? Und diese Fragen möchte ich euch alle mit diesem Video beantworten und sogar ein kleines Tutorial geben, wie das genau funktioniert, dass auch wirklich der allerletzte von euch es schaffen wird zu connecten. Fangen wir also gleich mit der allerersten und meistgestelltesten Frage an. Spielt ihr Origins? Ich dachte, Origins wäre tot. Ja, Leute, wir spielen Origins. Origins ist nicht tot. Origins ist, glaube ich, sogar noch die einzige Mod, die weiterentwickelt wird. Und nein, der neue Patch ist nicht da, aber er steht kurz davor, draußen zu sein. Die Origins-Entwickler geben noch keinen genauen Termin an, aber auf der Facebook-Seite, wer sich da erkundigen möchte, der kann es natürlich tun. Die posten da jegliche Informationen, wie zum Beispiel Bilder zu den neuen Objekten, was neu dazukommt, Flugzeuge, Autos, dies, das, Inselerweiterungen, Inselverbesserung, Geländeverbesserung, sagen aber kein Termin. Wann es genau kommt, nur dass es in naher Zukunft kommt. Die zweite Frage wird mindestens genauso häufig gestellt und zwar, kann man mit euch spielen? Auf welchem Server spielt ihr denn? Wir spielen auf dem HQG-Server, die IP unten in der Beschreibung und ja, ihr könnt mit oder gegen uns spielen. Fragt einfach an, seid friendly, dann sind wir es meistens auch. Und wenn nicht, dann auf einen schönen Kampf. Wer jetzt versucht zu connecten, wird wahrscheinlich merken, der Server ist gewitelistet, das bedeutet, ihr müsst euch erst whitelisten lassen. Dafür geht einfach in das HQG-Forum und natürlich in der Beschreibung der Link, wie denn auch sonst. Einfach den Anweisungen befolgen und dann mit uns daddeln. So, dann machen wir doch mal ein kleines Tutorial. Das erste, ihr braucht auf jeden Fall Arma 2 und Arma 2 Operation Arrowhead. Ohne das funktioniert das Ganze gar nicht. Ihr könnt auch Combined Operations haben. Das Wichtige ist, ihr habt Arma 2 und Arma 2 Operation Arrowhead. Das ist nebenbei auch das Paket, was bei Combined Operation ist. Nur, dass da noch ein zusätzliches Spiel drin ist. Zweiter Punkt. Ihr braucht DayZ Launcher. Es gehen auch andere, es gibt zum Beispiel einen Origins Launcher, aber ich erkläre euch das mit dem DayZ Launcher, denn meiner Meinung nach ist es das Einfachste, ist der Nachfolger vom DayZ Commander. Sieht so aus, also wenn ihr Arma 2 und Arma 2 Operation Arrowhead installiert habt, geht einfach in den DayZ Launcher, klickt auf Mods, scrollt runter und zwar bis DayZ Origins. Wo haben wir das denn? Das haben wir hier oben. 1.7.9.5, da klickt ihr dann auf Download. Bei mir steht Verify, weil ich das schon installiert habe. Sollte mal eure Datei defekt sein, einfach auf Verify klicken und dann sollte das wieder funktionieren. Wenn ihr das gemacht habt, einfach Servername suchen, HQG, Enter drücken. Dann kommt nämlich der Server, gibt zurzeit nur einen Official Origins Mod, LFS GR HQG High Quality Gaming. Hier ist auch nochmal die IP, ihr könnt auch natürlich per IP in-game connecten, drückt einfach auf diesen Play-Button rechts, das Spiel startet von automatisch, ihr habt alles soweit gemacht, sofern ihr gewitelistet seid, könnt ihr sofort loslegen und sobald es geladen hat, könnt ihr sofort loslegen zu spielen. Das war DayZ Origins Tutorial, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, wir sehen uns auf dem Server.